Hallihallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Und zwar spielen wir Taxit. Also ich kenne Taxit, aber Taxit 3 spielen wir jetzt. Ich habe diese Welt vorhin geladen, habe ein bisschen geschaut, dass die FPS passen. Wir können ja mal gucken. Wir haben aktuell 60 FPS dauerhaft. Was bist denn du? Du bist ein American. Was bist denn du? Ach du heilige Scheiße. Ich habe Taxit nur jetzt mal im kreativen Modus ein bisschen ausprobiert. Habe es noch nicht wirklich Survival gespielt und deswegen habe ich auch beschlossen, dass wir das jetzt hier als Minecraft-Projekt starten und nicht, wie hieß es, Rexit, was eigentlich mal auf meinem alten Kanal lief. Und ja, deswegen, was ist, hä? Achso, das sind. Und nicht wundern, wenn ich teilweise echt verwirrt klinge, aber ich bin so müde eigentlich. Ich werde mich eh nach den Aufnahmen von jetzt, also für die Woche, ins Bett legen und schlafen legen. Und dann morgen die Aufnahmen ein bisschen schneiden und vielleicht ein bisschen Musik drunter legen. Schau mal, wie ich denke, wie es gedenke zu machen. Aber ich habe mir gedacht, ich will das endlich aufnehmen. Und nimm das jetzt gleich auf. Was bist du denn? Cherry Bomb Bush. Macht das Bumm? Nee, Cherry Bomb. Okay, die Cherry Bomb macht ihren Namen alle Ehre. Okay, also wir müssen uns erstmal ein paar Tools machen. Denn wir haben Tinker's Construct dabei. Wir haben Galactic Craft dabei. Wir haben IC, also Industrial Craft dabei. Es kann gar nicht gut werden, weil wenn ich einen IC-Reaktor baue, explodiert er zu 99% der Zeit. Wir haben Buildcraft, habe ich schon gesagt, ne? Buildcraft, Galactic Craft. Und 3000 andere. So, jetzt habe ich alle abgedeckt. Also ich habe selber keinen Plan darüber, was da alles drin ist. Ist auf jeden Fall viel und wir können bis zum Mond reisen. Und das wäre so das Ziel eigentlich. Und auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will unbedingt Taxit. Ich will doch ein Taxit sagen, aber ich muss Taxit sagen. Taxit 3 beschlossen habe, für die Serie zu nehmen. Weil einfach die Möglichkeiten, die es gibt, die wir machen können, viel, viel größer sind als bei Rexit, wo wir halt ein bisschen Technik haben. Und was ist das denn? Okay. Das ist Galactic Craft. So viel habe ich schon kapiert. Birkenholz. So. Und wo war ich denn? Ah, genau. Und du kannst halt in Rexit kannst du zwar die Dinos machen, was natürlich mega geil ist. Aber du kannst halt jetzt einmal nicht so viel außenrum machen. Okay. Ich wollte eigentlich eine Spitzhacke, eine simple. Eine Schaufel. Halt mal das Basic Equipment. Oh Gott, ich habe so das Gefühl, dass ich gerade alles falsch mache. Oh, es ist. Also, normalerweise, wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Das ist so typisch mein System. Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Habe ich ja kein Problem mit. Aber ich gerade. Weil ich beschlossen habe, ich nehme das jetzt noch auf. Es fühlt sich gerade so weird an. Ich fühle mich gerade ganz komisch. Oh Gott, es ist einfach zu lange, wo ich so nach. Oh! Was war das denn jetzt? Die tun mir weh. Oh. Mal was? Die tun mir weh, wenn ich das. Was soll das denn? Was seid ihr? Von Botania. Oh, das kann ja gar nicht gut enden. Botania kann nie gut enden. Okay. Ich habe die Vermutung, dass der ganze Baum gleich fällt, so lang wie das jetzt dauert. Was ist da hinten? Das ist weiß, oder? Ist das weiß? Ich glaube, ich sehe, dass es weiß ist. Das schauen wir uns gleich mal an. Wie viel Uhr ist es eigentlich in dem Spiel gerade? Ja, der ganze Baum fällt. Nietzsche. Wie komme ich jetzt da schnell rüber? Hier drüber. Ich mag wissen, was das da drüben ist. Aber ich würde sagen, wir nehmen vielleicht das Haus und richten es wieder so ein bisschen her für den Start. Weil später brauchen wir eh eine Startbasis und weiß der Kuckuck, was noch ein Feld, wo wir unsere ganzen Essenssachen anbauen. Und da müssen wir halt nicht so unbedingt so viel bauen. Was ist das denn? Hä? Moment mal, das ist eine fertige Konstruktion von irgendwas. Das Keramik. Es gibt im normalen Minecraft Keramik? Habe ich irgendwas verpasst? Keramik, Keramik. Was heißt das nochmal auf? Jetzt wollte ich gerade sagen auf Deutsch. Auf Englisch.
Ist das das, was du aus Clay machst, wenn du getrockneten Clay? Da sind schon wieder diese Bombusches. Bim, bam, bom, Busches hier, ne? So. Warum sind hier so viele Steinkonstruktionen? Und what the fuck geht hier ab? Also die Welt schaut ja mal mega aus. Vor allem der Wald hier, den finde ich ja mal genial. Da kriegen wir tonnenweise Holz her. Und diese Yorkshire-Schweinchen. Okay, einmal durchatmen. Diese Yorkshire-Schweinchen schauen auch süß aus. Bringen die auch genug zu essen? Ja, scheint so. Also ich habe jetzt mal zwei Fleisch rausbekommen. Eisen. Ah ne, warte mal. Bin ich gerade echt so doof gewesen und wollte. Nee. Wisst ihr, ich spiele Minecraft jetzt schon doch ein paar Jährchen. Ein paar Jährchen ist gleich mittlerweile schon betrieben. Und ich habe gerade ernsthaft versucht. Ja, das geht sogar cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und ich habe jetzt gerade ernsthaft versucht, Eisen mit einer Holzspitzhacke abzubauen. Was noch nie funktioniert hat. Auf jeden Fall in der Zeit, wo ich angefangen habe, Minecraft zu spielen. Aber ja. Diese Schweinchen haben sehr interessanten Sound. Aber wir können auch Kohle brauchen, weil wir können halt dann gleich mal unser Fleisch auch braten oder so, ne? Das wäre eventuell gar nicht so doof. Moment mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. What? Wir sind 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 Blöcke unter der Erde und da sind Diamanten? What? Moment mal. What? Was? Aber wir haben Eisen. Warte mal, wir haben Eisen. Ich schlaf gleich. Weißt du, ich während der Aufnahme einpenne. Dann war ich echt richtig müde. Sollte aber eigentlich nicht passieren. So, tun wir mal die weg. Eigentlich dürfte das ja nicht funktionieren wegen Tinker's Construct. Funktioniert aber. Was mal heißt, dass wir Tinker's Construct nicht unbedingt brauchen. Also wahrscheinlich schlauer ist, weil natürlich die Werkzeuge um einiges besser sein können. Mit Tinker's Construct. Ich will das Eisen nur haben. Und jetzt brauchen wir. Ach, wir haben nicht genug Steine. Ich bin gerade irgendwie so dezent verwirrt. Vor allem, warum ist auf der Höhe schon Diamantenerz? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, und was geht da ab? Der kriegt irgendwas wahrscheinlich Damage, oder? Also jetzt haben wir genug Stein, würde ich mal sagen. Die Sonne ist eh noch genug am Himmel, oder? Oh, nee. Wir haben keine Wolle. Wir gehen mal in den Untergrund. Warte mal, nimm mal das hier mit. Warte mal, das Schweinchen dick hier, du stirbst jetzt. Gut, na. Was, es gibt nichts? Brauchen wir noch was zu essen? Dankeschön. Aber jetzt ist es dunkel. Jetzt habe ich keinen Bock an der Oberfläche dann zu sein. Warte mal, ich habe gleich noch nichts, um in der Dunkelheit zu sehen. Ich komme immer auf die Ideen, dass ich was vergessen habe, sobald ich fertig bin mit der Idee. Also im Grunde, wenn ich es ausgeführt habe, bemerke ich erst, dass es ein Fehler war. Simpel gesagt. So, ein paar Fackeln. Make the day. Make it shiny inside here. Make it open. Das ist so typisch Minecraft wieder, so Basteleien. So, okay. Ist das eigentlich ein nur. Also ich würde mal sagen, wir haben so den Starter-Jackpot gezogen. Ich frage mich gerade bloß eher, wieso zur Hölle sind Diamanten so knapp unter der Oberfläche? Sind jetzt zwar nur zwei, aber das ist mir tendenziell wurscht. Zwei ist besser als gar keiner. Also das ist jetzt ja gerade echt wie ein Jackpot, ne? Schauen wir mal, gehen wir hier ein bisschen runter. Wer weiß, vielleicht finden wir auf dem Weg nochmal ein bisschen. Was? Limestone. Boah. Ah, schade. Dann kriegen wir hier schon mal wieder neue Rohstoffe.
Copper und Zinn. Hallo? Weil Kupfer, ich glaube, damit können wir den Kupferkabel Industrial machen, ne? Die Frage ist, was brauchen wir in diesem Spiel wieder, also was brauchen wir in diesem Spielmodus, um die verschiedenen Kräfte oder Stromarten zu kombinieren? Weil ich weiß, jedes... Oh, guck mal. Jeder Spielmodus hat ja, oder jeder Mod hat ja seine eigene Stromart. Damit sie halt auch alleine genutzt werden können, wahrscheinlich, ne? Simpel gesagt. So. Aber welcher Mod bringt einen dazu, die Stromart zu wechseln? Weil das wäre ziemlich schlau, damit wir entscheiden können, wie wir unsere Festung bauen. Beziehungsweise unsere Maschinentechnologie. So. Hm, komm hier. Das sind echt die... Ich glaub's gerade. Okay, ich würde mal sagen, wir können uns ganz, ganz schnell ein Bild... Warte mal, wie ging das nochmal? Also ich habe ja früher in der 1.7.10, das war glaube ich, ja, es war 1.7.10, habe ich Buildcraft, den Mod, gesuchtet. Weil ich ihn geliebt habe. Er war halt damals echt praktisch für das, was man machen wollte. Und das Pipe-System war halt genial. So, Minenbohrer, nee, wo ist denn Quarry? Oh nee, wir brauchen mehr Diamanten. Minenbohrer? Der geht easier, ne? Wir brauchen also nur ein Eisenrad. Warum sollte man es so machen, wenn es so auch geht? Aber lass uns nochmal kurz gucken, wie das für ein Quarry war. Was war denn der da? Wir brauchen 8 Gold, 12 Eisen und... Da 8, 11 Diamanten. Also eine Eisenspitzhacke hätten wir ja schon. Minenbohrer heißt der hier. Auslass und eine Pumpe. Pumpe ist natürlich auch praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst... Ach, warte mal, gibt's diese... Hier ist das, es ist keine Endertruhe, sondern... Ich schau mal, Ender. Finden wir das? Es gab, ich bin mir sicher, es gab mal diesen Ender-Tank oder wie es hieß. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Da konntest du Ender, also da ist er, Ender-Tank. Obsidian. Lore-Routen, weiße Wolle, ein Cauldron, also ein Kessel und eine Enderperle. 2 Stück von denen genial. Du tust in die Hölle eine Pumpe von Buildcraft und tust sie dann hier raus und machst dann Lava-Generatoren. Warte, haben wir Generatoren? Okay, wie heißen die denn dann? Lava? Och nee, die gibt's ja gar nicht. In Rexit gab es immer diese Generatoren, diese coolen. Die haben Spaß gemacht. Oh, schade. Okay, wir hätten genug, glaube ich, für einen... Oder? Hätten wir genug? Ich habe den nie gebaut, weil der war mir immer zu nervig, der Minenbohrer. Nee, haben wir nicht. Wir brauchen 10. Jetzt ist es auch gerade Nacht, aber dann bohren wir uns nochmal weiter durch die Erde durch. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Wer weiß. Und ich baue mich in eine Höhle rein, schreibe ich ein kleines Kind und laufe dann wieder weg. So endet doch sowas immer, wenn ich in die Höhle gehe. Ich hasse Höhlen. Habe ich das schon mal erwähnt in irgendeinem Let's Play? Dass ich Minecraft-Höhlen hasse. Ah ne, ich habe ja noch auf dem Kanal noch gar keinen Minecraft-Let's Play gemacht. Oh, was ist das? Aluminium-Erz von Galactic Craft. Das ist doch mal ein interessanter Punkt der Wendung hier, ne? Mit der Schaufel sollte ich das nicht machen. Guten Tag, Herr Kriep. Wieso muss das ausgerechnet jetzt passieren? Ich will dich schlagen. Nein, nicht jetzt. Ich hasse es. Das
muss ich irgendwie einen Weg finden, den Typen unten zu erwischen. Ohne dass er Bumm macht. Tschüss. Jetzt ist er pisst. Auf der einen Seite finde ich es cool, auf der anderen Seite finde ich es gerade echt beschissen. Mann, warum ist auf der Höhe schon Lapis Lazuli? Hä? So tief bin ich doch gar nicht. Warte mal, was? Ich bin überfordert. Und ich sollte mir vielleicht mal Essen machen, ne? Das wäre gar nicht doof. Und ich hätte auf der Karte sehen können, dass da ein Trench ist. Wo? 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 Aber wahrscheinlich an der Oberfläche. Quarzkristalle haben wir. Geil. Aluminiumerz, Tinnerz. Dann tun wir doch mal das Tinnerz da mal schmelzen. Ah, nee. Habe ich nicht gesagt, wir brauchen was zu essen. Naja, jetzt lassen wir es schnell durchschmelzen, ist ja wurscht. Wir können mal kurz gucken, was wir in der Dustcraft auch machen können, eigentlich rein theoretisch, ne? Das wäre vielleicht auch eine Idee, zu herauszufinden, was man da macht. Schauen wir schnell. Ich habe Industrialcraft ewig lang nicht mehr gewusst. Damals doch. Haben wir einen Lava-Generator rein theoretisch? Also ich weiß, es gibt diesen Elektroofen oder diesen Elektrogenerator. Generator hier. Maschinenblock und eine RE-Batterie. Und können wir bald schon machen. Was ist das denn? Industrial Belt. Was? Ach du heilige Scheiße. Ja. Da gibt's einige Sachen. Teleporter. Plasma Fire? Was? Teleport Hub? Hä? Tesla Coil? Ich kann eine Tesla Spule bauen? Was? Habe ich irgendwas verpasst? Also es ist irgendwie nicht so viel, wie ich erhofft habe, Fleisch. Das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Kupfer, okay. LV-Transformator. PSU. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!